an Oberfläche der Körper aus Abbildung 159. So, es geht jetzt um einen Körper, dessen Querschnitt etwa so aussieht. Da habe ich eben die Sachen hingeschrieben, die so gegeben sind. Also gegeben ist, dass diese Länge hier gleich dieser Länge gleich E ist und die hier soll auch E sein. Und es geht jetzt zunächst um das Volumen. Volumen ist in der Regel das Einfachere. Wie berechnet man das Volumen dieses Körpers? Hinten? Wir haben eine Halbkugel, das heißt... Stopp, kurz, Moment. Ich habe in der Zwischenzeit dufte Farben gekriegt, mal gucken, ob die funktionieren. So, jetzt nochmal. Also wir haben eine Halbkugel, das ist Volumen von einer Kugel, ist ein Drittel groß G mal H. Dann haben wir einfach durch 2. Und dann haben wir da noch eine Zylinder. Moment, stopp. Also Halbkugel, welches Volumen haben wir? Ein Drittel G mal H. Ne, 4 Drittel G mal H, oder? Nein. Ja. 4 Drittel R hoch 3. So ist es. Und weil es eine Halbkugel ist, halbieren wir das. Und wir bekommen 2 Pi Drittel. Wie geht das weiter? Was ist der Radius von dem Ding? Weiß keiner. Gut, ist E. Also 2 Pi Drittel E hoch 3. So, jetzt geht es um das zweite Gebilde. Das ist das hier. Was ist das für ein Gebilde? Was ist das für ein Gebilde? Ja? Richtig. Das ist, was den Schnitt angeht, richtig. Was die Aufgabe angeht, ist koscht. Ja? Ein Zylinder, das ist ein halber Zylinder. Jo. So, also brauchen wir jetzt das Volumen eines Halbzylinders. Wie groß ist dieser Halbzylinder, das Volumen? Erstmal, was war denn das Volumen vom ganzen Zylinder? Ja? Groß G mal H. Jo. Also der funktioniert tatsächlich mit der Formel. Jetzt beim Halbzylinder ist es auch noch G mal H. So ist es nun nicht. Aber die Grundfläche ist halt halb so groß. Gut. Ja, wie sieht denn die Grundfläche aus? Was ist denn diese Grundfläche? Das ist dieses Ding hier quasi. Was ist das? Ja. Ja, das ist 2E. Das ist ein Halbkreis. Und das heißt, wir müssen Halbzylinder rechnen als Halbkreis mal Höhe. Fläche vom Halbkreis. Fläche vom Kreis. Vom Kreis, ja. Ja, Pi R Quadrat. Und vom Halbkreis. Ein halb Pi R Quadrat. Und damit haben wir Pi R Quadrat halbe. Dann haben wir die Fläche des Halbkreises mal der Höhe. Und die Höhe ist auch E. Sieht also so aus. Und dann muss ich das hier irgendwie zusammenrechnen. So, dann sehe ich, da kommt ein E hoch 3 raus. Ein E hoch 3. Und ein Pi kann ich auch ausklammern. Und dann habe ich 2 Drittel plus 1 halb. Und 2 Drittel plus 1 halb sind, glaube ich, 7 Sechstel. Also ist das 7 Sechstel Pi E hoch 3. Das müsste das Volumen sein. Gut, dann kommen wir jetzt zur Oberfläche, die Oberfläche von dem Gebilde. Und bei der Oberfläche ist es noch viel wichtiger, dass wir diesen Parallelschnitt hier betrachten. Ich zeichne den Parallelschnitt nochmal so ein bisschen hin, also das hier dieses Quadrat und dann irgendwie hier diese Halbkugel. So sieht das aus. Wie finden wir jetzt die Oberfläche raus? Ja, bitte. Wir haben ja einmal die Oberfläche von der halben Kugel. Gut, das ist das hier. Also das ist die Halbkugel. Ich habe das hier mal grün hingemacht. Halbkugel. Weiter. Dann haben wir eine halbe Grundfläche von der Kugel, beziehungsweise der Querschnitt von der Kugel. Ja, von mir aus. Das ist dieses hier. Ja. Was ist denn das für ein Gebilde? Das ist vom Gebilde, man sieht es in der Abbildung hier recht schön. Ihr Nachbar? Ein Halbkreis. Jawohl. Also plus Halbkreis. Jawohl. So, jetzt müssen wir weitermachen. Ja? Dann haben wir oben nochmal einen Halbkreis drauf. Auf den Stopp, ich mache den ja hier. Also das heißt, das ist quasi ein Kreis, der irgendwie in zwei Hälften. Total, das ist eigentlich genau das Gleiche. Ich mache vielleicht doch gelb, dann habe ich mehr Farben zur Verfügung. Das ist der hier. Also habe ich nicht einen Halbkreis, sondern zwei Halbkreise. So, das ist der und der. Kann man das dann als einen ganzen Kreis so? In der Situation ja, aber bitte Vorsicht. Und wie macht man das mit dem Melden? Das muss man noch ein bisschen üben. Aus dem Off geht das, ja? Dann haben wir noch zwei Rechtecke rechts. Ja, und das ist falsch.
Also hundertprozentig falsch ist es nicht, aber so falsch, dass ich sage nein. Ja? Das eine ist die halbe Mantelfläche. So ist es. Da muss man ganz eindeutig unterscheiden. Ja? Das heißt, es sind zwei Flächen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist was. Also das heißt, wir haben hier eine Fläche und wir haben hier eine Fläche. Eine orangene Fläche und eine blaue Fläche. Was ist die orangene Fläche vom Typ? Ja? Ja, eine halbe Mantelfläche. Also deswegen ist ein halber Mantel. Und was ist die blaue Fläche? Was ist die blaue Fläche? Ist die blaue Fläche, ja? Richtig, genau. Also. So, und so zerlegt man das Ganze. Das heißt, jetzt wissen wir, dass wir jeden Teil dieses Gebildes, dass wir jeden Teil aufgeschrieben haben. Ihr solltet das nicht brutal vorwärts rechnen, ohne nachzudenken, sondern ihr solltet das bitte so zerteilen. Das ist meine dringende Empfehlung. Faustregel sagt, wenn es in der Arbeit richtig ist, ist es kein Problem. Aber in der Regel, wenn man so nicht hinschreibt, wird es irgendwann mal falsch. Halbkugel. Welche Fläche haben wir bei der Halbkugel? Ja, bitte. 2πr². So, und der R ist in unserem Falle E. Ja. Sehr gut. Jetzt bei den zwei Halbkreisen, die wir zu einem Kreis zusammenfassen dürfen. Bei den zwei Halbkreisen. Ja, das ist einfach ein πr² und der Radius ist E, also πe². Ne? Das sind die beiden. So, dann brauchen wir den halben Zylindermantel. Wie ist denn der ganze Zylindermantel? Weiß das jemand? Ja, bitte? 2πr mal a. Jo, also das heißt, ich schreibe es mal hin. Mantelzylinder gleich 2πrh. Das ist eine Formel, wenn man sie auswendig weiß, ist gut. Man kann sie auch herleiten. Haben wir in einer der letzten Stunden haben wir das gemacht. Jetzt ist es ein halber Mantel, das heißt... Ja, jo, die 2 fällt weg, sehr gut. Also ist das Pi R und R ist E und H ist auch E. Zack, zack. So, und dann fehlt uns noch das Rechteck. Und wie groß, welche Fläche hat das Rechteck? Das ist dieses hier. Das Rechteck, welche Fläche hat es? Ja. E mal 2E. Ja, aufpassen, gell? Also nicht E mal E. Ja, das hier ist E, das stimmt, aber diese Richtung hat es eine Ausdehnung von 2E. Ja, das heißt, einmal nach vorne, einmal nach hinten, so übersetzt, also E mal 2E. So, und das müssen wir irgendwie zusammenrechnen. Das ergibt dann 4πe² plus 2e². Oder, aber das muss man nicht mehr hinschreiben, e² mal 4π plus 2. Ja, e², stimmt. So, gibt es da Fragen dazu?